Yo ho Minecraft-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Yonder. Das war gerade wahrscheinlich der cringigste Anfang einer Folge, den ich jemals gebracht habe. Wir haben in der letzten Folge Himmelserz gesammelt, um das erste Teil für den Wolkenfänger fertigzustellen. Ich glaube es nicht, das Gespenst ist aber bloß ein Groffel zu unserer Verteidigung. Der alte Wilson ist ziemlich furchteinflößend, sag ich doch, gruseliger alter Mann. Danke, dass du das Himmelserz gebracht hast. Großmutter wird stolz auf mich sein. Komme nach 3 Nächten zurück, dann sind deine Ersatzteile fertig. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt warten. Beziehungsweise haben jetzt Zeit. Ich muss hier den Ausgang finden. Wo geht's hier raus? Ah! Klaustrophobie! Wo geht's denn hier lang? Haben wir... Ich hab eine Abkürzung gefunden. Hui! Moment. Wir müssen ja sowieso noch nach Ingelnook. Das heißt, wir können uns jetzt direkt dorthin aufmachen für das zweite Teil. Nur wo das dritte Teil herkommt, habe ich nicht mehr so ganz im Kopf. Warum ist hier... nein, ich wollte eigentlich... Ich habe mich nach meinen Freunden umgesehen, aber dann habe ich dieses Plätzchen gefunden und ein Nickerchen eingelegt. Aber wie es aussieht, ist trotzdem alles perfekt gelaufen. Schließlich hast du ja jetzt meine Freunde für mich gefunden. Alright, then. Denke ich. Guck mal, da hinten ist noch ein... Wo kommen die denn plötzlich her? Was ist da los? Kriege ich für jeden ausgewachsenen... Nee, eben nicht. Ich kriege ja nicht für jeden ausgewachsenen Baum. Ich habe ja... Nein, ich möchte ihn nicht fällen. Ich möchte interagieren. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Ich möchte dem Baum nichts antun. Großer Baum aus Holz, mit dir reisen? Ja, das sollte ich. Wir haben ja schon Bäume gefunden. Bei... Also gesehen, die wir gepflanzt haben, die komplett gewachsen sind und aus denen wir nichts gekriegt haben. Warum also jetzt plötzlich bei 2? Also ich beschwere mich nicht. Mehr Geister sind mehr Geister und... Von daher ein Fortschritt fürs Spiel, aber... Ich würde doch ganz gern verstehen, was ich hier tue, oder? Du kannst den Zitterhof... Noch eins Bauernhof. Ich meine... Sieht das hier nicht auch nach dem idealen Ort für einen Bauernhof aus? Eigentlich gar nicht, nein. Ich habe wieder keine Samen gekriegt. Uncool. Uncool Spiel. So, dann einmal den Zitterhof bauen. Der sieht cool aus. Und außerdem hat das Buch im Eck geladen. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, ich fäll hier trotzdem mal ein paar Bäume in der Hoffnung auf Samen. Ja, hier haben wir zum Beispiel einen, damit ich die 5 gepflanzten Bäume vollkriege. Für die andere Quest da. Wisst schon, welche ich meine. Give Samen, please? Wieder kein Samen. Uncool. Spiel bitte. Give Samen, please. Da war jetzt einer dabei. Na, ich glaube, einen brauchen wir noch, aber den lasse ich jetzt mal. Ich lasse mal den Samen sein. Und bewegt mich mal nach Ingelnook. Und wie gesagt, wir brauchen ja immer noch 2 Teile für den Wolkenfänger. Und da sollte ich mich ja schnellstmöglich drum kümmern. Wir haben ja, wir müssen ja jetzt eh ewig warten, bis wir die Teile abholen können. Ich denke mal, dass es bei den anderen Teilen genauso ist. Deswegen haben wir da auch noch genug Zeit, um irgendwann vielleicht mal noch einen Baum zu fällen. In einem Spiel, in dem es primär ums Bäume fällen geht. So, wer ist hier in der Lage, mir zu helfen? Du? Adler Wexton. Ich habe eine französische Moustache. Ich höre, du suchst nach dem Weg nach Arcadia. Seltsam. Arcadia ist ein besonderer Ort für Geisterseher. Dorthin ist schon sehr lange niemand mehr gereist.
Ich habe Geschichten gehört über einen Reisenden, der mit Geistern spricht. Bist das etwa du? Allerdings hätte ich gedacht, du wärst ein wenig älter. Wenn du wirklich ein Geisterseher bist, stelle dieses Spezialgetränk her und bringe es zur Säule vor unserem Dorf. Gieße ganz vorsichtig das Feuerwasser in die Säule. Dann folge den Flammen, sie werden dich nach Arcadia führen. Und achte auf deine Augenbrauen. Es dauert ewig, bis sie wieder nachwachsen. Hab ich gehört von einem Bekannten. Dafür brauchen wir Arcadia-Eis. Stellt sich natürlich die Frage, wo bekommen wir Arcadia-Eis her? Wir bekommen Arcadia-Eis im Norden. Moment. Okay, ich habe hier tatsächlich keine genauere Information, wo wir das Arcadia-Eis herbekommen. Aber das Spiel scheint mir hier wahrscheinlich bei der Säule das Ausrufezeichen gesetzt zu haben, ja. Bekommen wir das Eis möglicherweise auf der einen Insel da hinten? Frostfüchse besitzen eine Nase, die die Luft vor dem Einatmen aufwärmt. Danke für die Information. So, hier war ja irgendwo ein Ort, wo wir eine Brücke bauen können. Vermutlich brauchen wir die, schätze ich mal, dass wir da drüben Arcadia-Eis bekommen. Ein guter Platz für eine Steinbrücke. 4 Steinbögen und 6 Steinsäulen. Ach du Kacke, Konstrukteurset, Mörtel und Scheitelsteine. Oh Gott, wir werden so viele Konstrukteursets brauchen. 10, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. 4, 5, ich glaube, jetzt sind wir bei 6, 7, 8, 9, 10. Oh Gott, wir brauchen noch viel mehr. Wir brauchen richtig viel Kopfstein. Wir brauchen so viele Konstrukteursets. Wie viele Scheitelsteine brauchen wir? Wir brauchen auch Mörtel. Wir haben viel zu wenig Ton. Moment. Hierfür brauchen wir Kopfstein. Den Scheitelstein, ja. Ach du Kacke. Ich denke, es wird im Endeffekt sogar am Holz mangeln. Stein müssten wir genug haben. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich aktiv so das Crafting-Ding benutze. Auch noch mehr Mörtel. Oh Gott, der Ton wird knapp. Ich crafte einfach mal ein bisschen vor mich los hier. Jetzt können wir hier, zack. Ah, es fehlt wieder alles, ne? Ich mach mal den restlichen Ton komplett zu Mörtel. Wir wissen ja, wo wir hier in der Nähe Ton herkriegen. Upsa, das war mein WhatsApp, Entschuldigung. Sollte ich im Hintergrund natürlich ausmachen. Oh, Scheitelsteine. Ey, Kopfsteine. Ah. Ach du Kacke. Kann ich denn nicht ganz viel auf einmal immer herstellen? Jetzt brauchen wir davon wieder. So, mal ganz kurz im Inventar gucken. Jetzt müssten wir 4 Steinbögen haben, oder? 4, genau. Und wir brauchen noch, genau, 6 Steinsäulen. Dafür brauchen wir Mörtel wieder. Natürlich. Hab ich?
Ich habe viel zu wenig Mörtel. Ich muss Ton sammeln. Es tut mir leid, wir haben leider nicht genug. Das erste Mal, dass ich hier richtig am Rumcraften bin. Mensch. Guck mal, da oben ist unser Bauernhof. Lull. Ton gab es hier da hinten an diesem einen See. Der war ja direkt unterhalb von unserem Bauernhof, wenn ich mich richtig entsinne. Aber auch nicht so viel, gell? Ah! Help! I need somebody. Not just anybody. Hier drüben. War der da oben? Ich glaube ungefähr da, wo der blaue Kreis ist. Weil der ja am Wasser war. Weil wir da den Fisch fangen können. Nachts. Um Mitternacht, was wir jetzt leider wieder verpasst haben. Mist. So, Ton, please. Du bist kein Ton. Ton sollte sich nicht bewegen, das weiß ich. Ton. Habe ich hier den ganzen Ton schon mitgenommen? Das wäre sehr un... Ah, nein! Abgerutscht. Ich sehe nichts. Und ertrinke. Mist. Ich meine, wird es jetzt gerade hell. Aber hier scheint es wirklich... Oh! Keinen Ton zu geben. Da hinten haben wir noch einen. Kann ich darüber springen? Ja. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es funktioniert. Nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es funktioniert. So, dann gucken wir nochmal im Crafting. Huch, das war falsch. Wir brauchen dich. Dafür brauchen wir dreimal dich. Eins, zwei, drei. Damit können wir dich machen. Jetzt haben wir natürlich kein Konstruktionsset mehr. Natürlich. Ich mache einfach jetzt so viele Konstruktionssets. Wir haben... Ah, oh, viel zu wenig Ton. Ich meine, wenn wir jetzt eine Schnellreisetaste hätten, ne? Dann würde ich einfach gucken, wo die Baumeisterstadt ist. Die Stadt der Baumeister. Und würde mir da das Zeug kaufen, was wir brauchen, ne? Hier haben wir noch Ton, das ist gut. Aber es wird trotzdem nicht reichen. Kackbrücke. Alles kacke. Ah. Brücke kacke, Ton kacke. Das Spiel kacke. Was zum Geier war das? Ich sollte nicht über das Spiel fluchen, das Spiel hat da was dagegen. Wie viel kriege ich denn jetzt zusammen? Natürlich brauche ich... Achso, ja richtig, Mörtel brauchte ich ja eh. Zack. Und dich? Dafür brauche ich wieder ganz viel Kopfstein. Ich brauche so viele Konstrukteursets. Es ist unfassbar. Ich mesche A bis... Oh. Das ist jetzt suboptimal. Wir haben keinen Stein mehr. Das ist jetzt gar nicht so gut. Tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals in diese Situation kommen. Wir spielen Steinspotting. Was zum Geier. Ha, naja, wir können ja erstmal so viel machen, wie wir brauchen und den Rest dann einkaufen.
Ach so, dafür brauche ich auch Stein. Natürlich. Also bringt uns das jetzt gerade null. Händler! Händler, ich glaube, ich muss ein bisschen einkaufen. Ich muss mal auf Shoppingtour gehen. Mensch, lass uns mal die Ressourcen so hart ausgehen. Hätte ich echt nicht gedacht. Schwopp. Hast du Ton? Ich habe nur 2 Ton. Das ist viel zu wenig. Ich kaufe mal noch ein paar Samen. Upsa. Dass wir was zum Anpflanzen haben. Huch, das war falsch. Ton. Und dann hier unten die Pflanzensamen. Und was können wir als Gegenwert anbieten? Wert 18. Haben wir irgendwas, was du denn möchtest? Was so einen ähnlichen Wert hat? Kräuter. Hier, guck mal, ein Dünger. Hier, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Brauchen jetzt halt Steine. Mensch, dass ich mal keine Steine haben werde. Es ist unfassbar. Das ist die Frage, wo kriegen wir am einfachsten, am schnellsten Steine her? Wir sind hier direkt in den Bergen. Wir könnten da eigentlich hier die Wand abbauen. Aber so einfach funktioniert das nicht. Jetzt muss ich überlegen, wo war denn die Stadt der Konstrukteure? Was unten war die Schneiderstadt? War das die? Nein. Das war die, genau, Gildenmeisterstadt. War das doch? Schreiner? Das war, genau, die Schneider. Nadel und Faden. Wo war denn die Konstrukteur-Ding? War das Stein der Weisheit? Nein. Oh Gott, Hilfe! Help me! Ich glaube, wir müssen das alles selber machen. Wir können jetzt zwar noch in eine andere Stadt gehen und mit einem anderen Händler sprechen. Ist hier irgendwo ein Teleporter in der Nähe? Andere Frage. Der hier, aber ich glaube, der ist zu weit weg, oder? Was ist denn da für eine... Ah, das ist die Töpferei. Aber wir können mal schauen, wo wir da rauskommen. Weil vielleicht hat er ja noch jemand was zum Verkaufen. Und unterwegs können wir dann auch noch den ein oder anderen Stein mitnehmen, hoffe ich. Das wäre eine Idee. Weil sonst... Ah, ist das hier gerade echt gar nicht so geil. Was hast du denn zu handeln? Ein Tontopf, aber kein Ton. Das ist nicht gut. Das könnte ein ziemliches Desaster werden. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich sammle offscreen ein bisschen Ton und Ton und mehr Ton. Ihr wisst schon. Und Steine. Richtig, Steine haben wir noch gebraucht. Dass ich ein bisschen durch die Welt renne und einfach Sachen sammle. Ich meine, schaden kann es auch nicht. Die Frage ist halt, ob ihr... da haben wir zum Beispiel Stein. Ob ihr das sehen wollen würdet. Ich halte das für nicht so spannend. Deswegen denke ich, es ist okay, wenn ich das ein bisschen offscreen mache.
Oder? Oder hasst ihr mich dann? Deabonniert mich alle. Wo bringt uns denn der Teleporter hier hin? Nirgends. Ist nur ein Ankunftsding. Okay. Nice. Nice. Gut, Stein scheinen wir immerhin ein bisschen zu kriegen. Also ja, wir brauchen auch richtig viel davon, aber das scheint hier ja gut verteilt zu sein. Gut, Freunde, wie gesagt, ich würde sagen, ich sammle ein paar Ressourcen offscreen. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.